Ja, es ist ein bisschen schade, dass der Spruch nicht da ist. Vor allem beide Sprüche. Über Meteorregen hätte ich mich auch gefreut. Aber gucken wir mal, ob bei Luft vielleicht der andere ist. Schildfunkenflug, Federfall, nee. Nee, auch kein Sternenfall. Das wäre der andere Flächenzauber gewesen. Aber gut, müssen wir anderweitig mal hier wieder vorbeischauen. Jetzt allerdings erstmal zum obersten Magier, um zu gucken, ob wir vielleicht ganz zufällig aus dem richtigen Brunnen getrunken haben. Wenn nicht, dann müssen wir halt weiter gucken. Gab es hier eigentlich noch irgendwas? Da und da. Aber wirklich viel Platz ist da nicht. Hätte uns ruhig ein paar Hinweise geben können, welchen Brunnen wir meinte. Hexenmeister, du hast die Quelle gefunden. Ja, irgendwo haben wir bestimmt eine Quelle gefunden. Ihre Kräfte und ihr Standort sind geheim. Verrate sie also nicht. Das ist absolut kein Problem. Nun lass mich dich in die Geheimnisse der Hexenmeister einweisen. Sehr schön. Wie schaut es mit Erzmagier aus? Dein Training endet nicht mit dem, was du als Hexenmeister gelernt hast. Der letzte Schliff fehlt noch. Der Status des Erzmagiers komplementiert dein Wissen über die Elementarmagie. Aufbauend auf dem Training der Hexenmeister haben die Erzmagier gewaltiges Wissen über Magie für die beste und effizienteste Nutzung der Magie überhaupt. Um dir dieses Training zu verdienen, musst du ein mächtiges Artefakt haben, das dem mächtigen Erzmagier drei. Nein, Frundier. Nein, so heißt er auch nicht. Tja, ich scheine mich weder an den Namen des Artefaktes noch an den Besitzer zu erinnern. Ich würde mich aber erinnern, wenn ich es sähe. Ich weiß, dass es in Karlagons Anwesen im Sumpf der Verdammten gefunden werden kann. Suche danach und bringe es hierher. Ich brauche es, um dich zum Erzmagier auszubilden. Sumpf der Verdammten, da waren wir nur ganz kurz drin. Aber wir haben hier eine Menge andere Artefakte dabei. Der Typ ist so durch. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was du finden musst. Den Kristall von Terrax, den wir ja hatten. Oh, es scheint, du hast ihn schon gefunden. Perfekt. Ich kann dich jetzt nun zum Erzmagier ausbilden. Der erste Erzmagier, Terrax, benutzte diesen Kristall, um die Elemente zu beherrschen. Feuer, Wasser, Erde und Luft wurden vermischt, um diesen Kristall zu formen. Und durch die Analyse des Kristalls lernte er eine Menge über die Elementarmagie. Zusätzlich konnte er einige Rückschlüsse über Licht- und Schattenmagie ziehen. Seit jener Zeit hat das Studium des Kristalls jede Ausbildung zum Erzmagier begleitet. Lass mich dir also die Geheimnisse des Kristalls zeigen, Erzmagier. Sehr, sehr schön. Sie hat gleich zwei Klassenanstiege bekommen. Das dürfte jede Menge Erfahrungspunkte bedeuten. Und jede Menge Trefferpunkte und Zauberpunkte für sie. Also ihr könnt ja sehen, sie war voll. Und dadurch, dass sie jetzt permanent Trefferpunkte, Zauberpunkte bekommen hat, sieht sie jetzt aus, als wären sie schon halb totgeschlagen wäre. Also sie hat fast doppelt so viele Trefferpunkte und Zauberpunkte jetzt wie vorher. Das ist super praktisch. Brauchen wir halt nur dementsprechend teure Zauber auch. Was wir leider nicht kriegen konnten eben gerade, aber okay. Erstmal Training. Ganz viel Training. Eins, zwei, drei, vier Level. Das ist teuer. So. Sehr schön. Was wollen wir denn Tolles für ihn? 35 Punkte. Also Schwert könnte er schon Meister werden. Bogen könnte auch Meister werden. Kondition. Und Panzer eventuell, damit er schneller angreifen kann. Also Schild ist echt nur für Notfall. Wenn wir irgendwann mal in ein Gebiet kommen, wo wir wirklich instant totgeschlagen werden können, dann kann er ein Schild in die Hand nehmen und ist gut. Eigentlich soll er aber eher mit Schwert und Axt kämpfen. Also bringen wir Axt mal auch auf 7. Dann muss er da jetzt nur noch Experte werden und danach Meister. Und sobald der Schwertmeister ist, kommt Schwert in die linke Hand, Axt in die rechte und dann gib ihm. Jetzt haben wir noch 8 Punkte. Das bekommt er in Panzer, damit er möglichst schnell Meister auch in Panzer werden kann, um noch schneller angegriffen zu werden. Aber momentan behindert ihn die Rüstung doch recht stark. Du hast 35 Punkte. Du müsstest Wasser hochbekommen auf 10 oder 12, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das heißt, wir lassen erstmal 10, bewahren die Punkte da über und warten, was passiert. Du könntest auf 12 Feuer kommen. Müssen wir kurz mal zu den Meistern gucken. Und du, ja, dich gucken wir ja später an. Erstmal würde ich jetzt ganz gerne zu den Elementarmeisterlehrern.
um zu sehen, was die haben wollen. Jetzt 10 oder 12 Punkte. Und die waren hier. Hallo. Meister der Feuermagie. Stufe 12. Und 4000 Gold. Also zing, zing. Stufe 12. Fehlt nur noch 4000 Gold. Kenn ich nicht. Oh, kennst du nicht? Erkennen. Wertvoller Ring. Mach den bitte noch wertvoller. Rüstungsklasse plus 9. Ist nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht. Was hast du denn so? Kälteresistenz plus 7, Elektroresistenz plus 6. Ja, nee, den will ich nicht verkaufen. Kenn ich nicht. Krone kennst du immer noch nicht. Ich weiß nicht. Das kann eventuell weg. Ah. Er kann verzaubert werden. Aha. Das kann weg. Du hast auch noch Platz für Ringe. Und hast kein Amulett. Du hast ein Amulett. Du hast keins, du hast keins. Ja, also was Schmuck angeht, können wir noch jede Menge aufstufen. Sehr gut. Trotzdem hätte ich jetzt echt ganz gerne 4000 Gold für den Meisterrang in Feuermagie, damit sie noch mehr Schaden macht. Die Bank hatten wir schon geplündert, ne? Ich glaube schon. Gucken wir kurz. Geschlossen. Das ist das Rathaus. Da ist die Bank. Was kann ich für dich tun? Jo, null. Null ist wenig. Ach, die konnten wir nicht verzaubern. Ja gut, dann kampieren wir jetzt ganz kurz vor dem Kitschladen, vor dem hier. Verzaubern Sachen und hoffen. Was? Ich weiß nicht. Oh. Zauberpunkte plus 8. Ja, doch, das zentriert sich bei ihr schon fast. Ausdauer, Glück plus 4. Komm, Glück plus 4 kann weg. So, also wir warten jetzt hier eine Weile, verzaubern Zeug, verkaufen das und kommen so hoffentlich auf 4000. Wir könnten eventuell bei ihr Handeln erhöhen auf 7, damit sie da Meister werden könnte. Wobei es schon fast Verschwendung ist, ne? Eigentlich sollten wir Licht auf 12 bekommen, um da Meister zu werden. Zaubern. Charisma plus 9. Das brauchen wir alles. Okay, ich sehe schon, das wird nichts. Ich werde mich nicht von dem ganzen Zeug trennen können. Also müssen wir jetzt irgendwo hin, wo wir Geld verdienen können. Wir können jederzeit nach Mist zurückporten, um den Lehrer zu besuchen. Also bringen wir uns irgendwo hin, wo wir töten und plündern können. Schmugglerbucht Ost. Oh, Schmugglerbucht, da fällt mir was ein. Beziehungsweise euch ist was eingefallen. Nämlich bei den Hallen des Feuerlords, da unten, gab es eine Tür, die wir nicht öffnen konnten, weil die Wachen noch da waren. Die Wachen sind jetzt garantiert tot. Und der eine Wächter, dieser komische ägyptische Typ, ist auch tot. Das heißt, die Tür wird aufgehen können. Und wir haben noch einen Schlüssel, den wir bekommen hatten ganz am Ende, den wir noch nicht benutzt haben. Kistenschlüssel, der da? Ja, ich glaube, der Kistenschlüssel war das. Das heißt, wir müssen jetzt nur die Tür wiederfinden. Was schwieriger sein könnte als gedacht, weil es doch ziemlich verwinkelter war. Aber wir könnten es mal kurz versuchen. Ich glaube, ich weiß noch, wo das war. Das war in der Nähe von einem der Steingesichter. Und davon gab es ja bloß 8 oder so. Ich gehe einfach nach Gefühl da rein und dann schauen wir. Wenn es zu lange dauert, können wir es einfach jederzeit rausporten mit dem Stadtportal. Und mit etwas Glück finden wir noch ein bisschen was zum Looten zwischendurch. So, die Tür war es nicht. Hier war der Amber drin. Und ich gebe mal den Schlüssel an sie weiter, damit sie ihren Notfallschloss erknacken kann. So, hops. Entscheidung. Kein Fallschaden, sehr gut. Hops. Irgendwo lebt schon mal noch was gegnertechnisch. Ich höre die Oger grunzen. Die bringen auch was an Gold. Nicht so viel, aber hey, wir brauchen nur 4000. Und ein bisschen Kleinkram. Könnte das hier gewesen sein? Hier ist nichts. Ah,
Hier ist ein Weg runter. Hier ist der Lavagang, jetzt sind wir gleich im Großen. Was? Wie jetzt? Ah, okay. So, Kiste. Leer. Da ging's runter. Komm schon, Kirugon. Wo war das? Erinnere dich. Und die Gesichter porten uns zurück. Das hier führte, glaube ich, runter zu dem einen Wächter. Nee. Und was sagt uns das, wenn man in einem Dungeon ist oder an einem Rätsel arbeitet, dann macht das Rätsel verdammt nochmal zu Ende. Aber wenn man es später nochmal macht, vergisst man die Hälfte inzwischen. So, hier ist nichts gewesen. Da ging es runter. Hier war, glaube ich, auch nichts. Nee, das war nicht der Hauptraum. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Es war irgend so ein Seitenraum und da war eine Tür. Und der hat gemeckert, dass die Wachen nicht tot sind. Hier werden wir rausteleportiert. Hier werden wir rausteleportiert. Und hier unten war die Wache. Und dieser Lux-Typ. Oh, da. Nee. Das hatte ich auch schon mal krampfhaft versucht anzufassen, das Ding. Wir sind wieder im Hauptraum. Nee. Okay, wir gehen jetzt vom Hauptraum aus zu diesen Seitenräumen, wo jeweils so eine kleine Anhöhe war. Also es war ein Raum mit zwei Gängen. Was zur Hölle? Sackgasse. Also, es war ein Raum, dahinter war noch ein Raum und man kam mit zwei Gängen zu dem hinteren Raum. Und in einem der beiden Räume war so eine leichte Anhöhe mit so kleinen Treppen. Und ein so ein Steingesicht. Steingesicht. Ich bin jetzt da runtergesprungen, wo wir eben gerade rausgekommen sind, oder? Nein, aber genau das Ding meine ich. Das war diese Steinanhöhe mit der Treppe. Und hier hinter ging es rum. Aber hier ist keine Tür. Ich hätte wirklich, wirklich, wirklich gerne ein Notizsystem für die Karte hier. Das wird das Spiel noch viel besser machen. Also abgesehen von ein paar kleinen anderen Abrundungen. Aber über eine selbstgemachte Karte geht eigentlich gar nichts. Oder zumindest selbstgemachte Notizen bei solchen Spielen. Klar kann man sich immer einen Code-Block nehmen und daneben schreiben, aber nee. In-game ist das trotzdem schick. Nee, also hier war es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es gab noch ein, zwei Räume, die ähnlich aufgebaut waren. Aber wir waren jetzt im Südwesten. Das merken wir uns mal. Das hier sieht auch interessant aus. Hier ist nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts. Nein. Und wo verstecken sich die Oger, verdammt nochmal? Die sind bestimmt hinter der Tür, die ich suche. Vor allem finde ich es auch komisch, dass ich sie durch das magische Auge gar nicht sehen kann. Normalerweise müssten die jetzt hier irgendwo hier in der Nähe als rote Punkte auftauchen. Tun sie aber nicht. Aber ich kann schwören, das Grunzen ist hier lauter. Können wir hier irgendwie hochspringen? Haben wir Sprung? Nee, Sprung haben wir noch nicht. Den Zauber müssen wir uns auch unbedingt demnächst holen. Gerade bei solchen Dungeons ist es irre praktisch, einfach mal kurz hochspringen zu können, anstatt ganz außen neu rumlaufen zu müssen. So, also im Südwesten war es nicht, hier im Nordwesten ist es auch nicht. Das heißt, wir folgen mal dem Gang und der führt in eine Sackgasse, richtig? Richtig. Hier könnten wir aber links auch wieder rausspringen. Also Nordwesten nicht, Südwesten nicht.
Das heißt, wir folgen jetzt dem mittleren Gang da und versuchen nach Nordosten zu kommen. Genau dem hier. Weil ich sehe hier östlich von uns auf der Minimap schon wieder so einen Raum, der so ähnlich aussieht. Achso, hier waren wir gerade. Wie kommen wir in den östlichen Bereich? Jetzt sag bitte nicht, wir müssen das Steingesicht nehmen. Wir haben keine Armbar mehr. Geht mal lieber Ladders. So. Also links kamen wir her. Hier ist eine Sackgasse, im Süden ist eine Sackgasse. Ja, nö. Dann einmal Aua. Genau. Unten heilen auf dich. Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Kriegt jedes Mal ein Bling, aber das war's dann auch. Okay, runter. Und wir würden gerne diesmal in den östlichen Bereich. Ich hoffe mal, wenn wir nach Osten springen, kommen wir auch in den östlichen Bereich. Und das sieht gut aus. Ja, hier ist der südöstliche Raum mit diesem komischen Rampending. Hier ist allerdings keine Tür. Und es gibt nur einen Weg. Oh, du bist neu. Neu ist gut. Neu ist immer sehr gut. Und wir sind jetzt im Nordosten und da sehe ich doch fast schon eine Tür. Nämlich hier, die ist gerade aufgegangen. Goodie. Nein. Doofe blau auf blau Dinger Typen. So, wir müssen wieder nach oben. Oh. Das Grunzen wird wieder lauter. Wir sind wieder hier bei der Truhe? Ernsthaft? Huh. Wir sind jetzt allerdings wieder im westlichen Bereich und da kommen wir nicht hin. Also, wir müssen zurück in den östlichen Bereich. Im östlichen Bereich hat sie eine Tür geöffnet und da dürfen wir diesmal nicht runterfallen. Also, Gesicht. Ja, das tut weh. Tut mir leid, Mirim. Alles meine Schuld und so. So, östlich. Nochmal Mirim im Flug heilen. So. Dim. Hier rum, darum. Oh, du gehst hier dann wieder zu. Das ist komisch. Okay. Genau, jetzt ist links von uns der Gang. Den möchte ich gerne lang gehen. Der hier. Aber hier ist kein Boden, wie man so halbwegs sehen kann, sondern nur dahinter. Ich gucke, ob ich da so rübergesprungen komme. Alle hopp. Jo, sehr schön. Jetzt führe mich bitte dahin, wo die letzten Ogre sind. Sieht schon mal cool aus. Aber irgendwie denke ich war hier schon. Ja, war ich. Okay, ich habe langsam das Gefühl, dass ich doch schon überall war. Und dass wir die Truhe einfach geknackt haben. Weil das Einzige, was ich halt nicht wusste, wo es war, also die Tür, die haben wir gefunden. Mit der Tür war einfach nur ein Verbindungsgang zu einem anderen Gang. Aber die Oger irritieren mich. Die Oger bedeuten, es muss irgendwo noch etwas geben, wo ich nicht war. Na gut, das mache ich aber anders. Ich werde jetzt einen kleinen Zeitraffer machen und melde mich erst wieder, wenn ich was gefunden habe, was wir noch nicht kennen. Damit ihr nicht hier stundenlang mitbekommen müsst, wie ich immer nur im Kreis laufe, um mir langsam nach und nach die Gänge wieder zu merken. Also bis gleich.